Ja, aber sagen Sie mal, wo kommen Sie denn überhaupt auf einmal her? Kiba war über das plötzliche Auftauchen des Magiers mehr als erstaunt. Für ihn ergab das alles irgendwie noch keinen richtigen Sinn. Kakashi lächelte etwas, aber nur an seinen glitzernden Augen konnte man das erkennen. Wisst ihr, Sasuke ist mein bester Freund. Und ich habe mir geschworen, auf ihn aufzupassen, nachdem seine ganze Familie verschwand. Er hatte niemanden mehr außer mir. Und ich habe immer ein Auge auf ihn gehabt, egal wo er gerade ist. Außerdem ist mir während unserer Unterhaltung erst aufgefallen, dass er ziemlich schwach klang und... Was ich ihm erzählt habe, war er auch nicht ohne. Da dachte ich, es ist sicherer, wenn ich mal bei ihm vorbeischaue. Muss er denn jetzt sterben? Flüsterte Naruto leise und japanisch in Sasukes Richtung, der flach atmete und leichenblass war. Sterben? Kakashi sah ihn an, als hätte er ihn gerade gefragt, ob Sasuke nicht doch ein Mädchen wäre. Dann lachte er leise. Von so ein paar Kratzern stirbt er doch nicht leicht. Er ist angeschlagen, das ist ganz klar, besonders jetzt, wo sich die Wunden entzündet haben. Aber es bringt doch ein Kerl wie ihn noch lange nicht um. Der ist Schlimmeres gewohnt. Zum wievielten Male hörte Naruto nun schon diesen Satz, dass Sasuke Schlimmeres gewohnt sei. Woher denn? Das hatte der Magier ihm selbst ja auch schon dauernd gesagt, aber er fragte sich nur, woher? Jetzt wurde Kakashi ernst, denn die letzte Frage hatte Naruto laut ausgesprochen. Weißt du, nachdem seine Eltern und seine Familie verschwanden, haben viele behauptet, sein Bruder hätte alle getötet. Ob das stimmt, weiß allerdings niemand. Doch allein der Gedanke, dass er Sasuke im Leben gelassen hat, macht ihm Angst. Vielleicht kam er wieder, um ihn zu holen. Oder er wurde genauso wie Itachi und würde alle töten. Er war zwar mächtig, aber Macht kann auch einsam machen. Sasuke wusste nie, warum ihn jemand mochte, ob aus Angst oder weil er Geld hatte. Oder einfach, weil er derjenige war, der Macht hatte und weil sein Partner davon besessen war. Er war einmal in einen jungen Mann verliebt, der Typ allerdings war mehr als krank. Er hat Sasuke gequält und es hat ihm Spaß gemacht. Je mehr Sasuke schrie und vor Schmerzen gewimmert hat, umso besser ging's ihm. Langsam und traurig tapste Naruto auf den Uchiha zu, ließ sich vor sein Bett auf die Knie fallen und griff nach seiner Hand. Über seine Wangen rannen vereinzelte Tränen und er drückte die blasse, leblose Hand leicht. »Warum müssen manche Menschen so leiden?«, fragte er mit zitternder Stimme. Kakashi zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht.« Danach jedoch setzte er sich neben Naruto und besah sich Sasukes Wunden noch einmal genauer. Es dauerte nicht lange und er erhob sich wieder, kramte in den Schränkchen herum und sammelte allerlei Kräuter zusammen. Diese zerkleinerte er und fügte Wasser hinzu. Alles zusammen mischte er zu einer widerlichen grünen Paste, die furchtbar nach alten Socken roch. Naruto zog seine empfindliche Nase kraus. »Oh, das ist ja ekelhaft«, brummelte er leise. Und Kiba war schon lange vor dem Gestank aus dem Wohnwagen geflüchtet, stand nun in der offenen Tür und japste nach Luft. »Boah, nee, wollen sie ihm helfen oder ihn umbringen?« Kakashi lachte leise. »Das Zeug riecht vielleicht nicht gut, ist aber extrem hilfreich.« Mit diesen Worten setzte er sich wieder zu Naruto und drückte ihm das Zeug in die Hand. »So, das schmierst du ihm jetzt schön brav auf die Wunden und in ein paar Stunden sollte Sasuke wieder putzmunter sein.« Verwirrt sah der Uzumaki den Mann neben sich an, mit einem Ausdruck in den Augen, der extrem dämlich war, und er starrte die Paste an. »Und warum machen Sie das nicht?« Kakashi flüchtete. »Ich bin gegen das Zeug allergisch.« Ja, war er vielleicht, aber nur gegen den Geruch an seinen Händen, den man mindestens 3 Tage lang nicht mehr runterbekam. Außerdem würde sich Sasuke wohl eher freuen, wenn der Blonde an seiner Brust herumfummelte, als wenn er das machen würde. Oh ja, wie recht der Ältere mit seiner Vermutung doch haben konnte. Doch Naruto zögerte leicht, als er sich leicht benebelt von dem Geruch zu der leicht hebenden und senkenden Brust vor sich drehte. Sein Herz begann zu rasen. Das grüne Zeug an seinen Fingern. Boah, ihm drehte sich der Magen um. Als er einen Finger auf die erste Wunde setzte, zuckte er erschrocken zusammen, denn Sasuke knurrte und verzerrte sein Gesicht. Ganz ruhig, redete sich Naruto ein. Ganz ruhig jetzt. Er braucht deine Hilfe, also reiß dich ein bisschen zusammen. Dir tut das ja nicht weh, sondern ihm. Also einfach weitermachen. Seine Hände zitterten, als er das grüne Gelee vor sich einfach
auf seine Finger schmierte und sie dann ganz vorsichtig auf Sasukes Schultern legte. Immer schlimmer wurde sein Herzklopfen, während er sich halb über den Uchiha beugte und begann, über dessen Brust zu streicheln. Warum denn nur die Wunden einreiben, wenn man sich gleich der ganzen Brust widmen konnte? Schlimmer werden konnte es dadurch ja wohl schlecht. Also ließ Naruto seine Hände über die weiche, weiße Haut gleiten und vergaß dabei immer mehr, warum er das eigentlich machte. Sasuke unter ihm seufzte leise und es riss Naruto aus seinen doch recht hingebungsvollen Gedanken und aus einer noch hingebungsvolleren Tätigkeit. Erschrocken sah er zu seinen Händen, die eindeutig Krallen hatten, und er schüttelte den Kopf. Nein, das kann nicht sein. Panisch hastete sein Blick nach draußen. Es war helllichter Tag, also was ging hier vor sich? Kakashi sah ihn nur einmal an und merkte, wie Naruto blass wurde und seine Hände anstarrte. Dann fluchte er leise und setzte sich vor Naruto, griff nach seinen Handgelenken und sah ihm tief in die Augen. Sieh mich an, Kleiner. Naruto war wie gefesselt von dem Anblick seiner Krallen und nahm die Stimme um ihn herum überhaupt nicht wahr. Ihm wurde heiß und schwindelig, irgendwas in ihm zog sich schmerzhaft zusammen und zentrierte sich dabei in seinem Unterleib. Sieh mich an, habe ich gesagt! Schrie Kakashi den Dämon zu. Dieser reagierte endlich und starrte ihm in die Augen. Auch Kiba hatte sich wieder in den Wohnwagen getraut und starrte auf seinen Freund. Hol mir mal einen Eimer mit Eiswürfeln, fauchte der Magier den Jungen hinter sich an. Dieser reagierte erst gar nicht. Erst nach einem wütenden Jetzt! Sprang er die Stufen der Treppe zum Wohnwagen herunter und verschwand. Kakashi redete inzwischen auf Naruto ein. Bleib ganz ruhig, atme und versuch an was anderes zu denken. Ja, aber wie sollte Naruto an etwas anderes denken, wenn er nicht einmal genau wusste, was das hier gerade ausgelöst hatte? Doch langsam durchzuckte ihn eine Ahnung und er schielte zu dem Uchiha. Ja, es wurde schlimmer. Jetzt meldeten sich sogar schon seine Fangzähne. Wenn ganz zum Schluss die roten Augen kamen, war sowieso alles vorbei. Also schloss Naruto seine Augen und versuchte, so gut es ging, an irgendwas anderes zu denken. Ihm war vollkommen egal an was, doch immer wieder blitzten die Bilder von Sasuke vor ihm auf. Nackt mit vernebelten Augen sah der Uchiha ihn an, seufzte, wimmerte seinen Namen und drückte den erhitzten Körper an ihn. Narutos Krallen jagten sich in seine eigenen Oberschenkel und die Hose färbte sich an diesen Stellen dunkelrot. Ein winziger Versuch Narutos, sich bei dieser Vorstellung unter Kontrolle zu halten. Ruckartig wurde er hochgerissen und in gleißendes Sonnenlicht gezerrt. Naruto war geblendet und die Fangzähne bildeten sich zurück, doch die Krallen blieben. Sekunden später überflutete etwas Eiskaltes den jungen Körper. Und Naruto schrie erschrocken auf. Er zitterte und schlotterte am ganzen Körper, denn Kiba war zurückgekommen und hatte ihm einfach den Eimer mit Eiswürfeln über den Kopf gegossen. Doch jetzt war Naruto wieder normal. Sämtliche perversen Bilder waren aus seinem Kopf verschwunden und er zitterte nur noch mit bebenden und leicht blauen Lippen vor sich hin. Erleichtert atmete Kakashi auf und dann grinste er in sich hinein, doch er verschwieg, was er dachte, auch wenn Narutos Frage auf seiner Stirn in Riesenleuchtbuchstaben blinkte. Was war das? Kiba schob das zitternde Bündel von Naruto wieder in den Wohnwagen und wickelte ihn in eine Wolldecke, die auf dem Sofa lag, während er den Uzumaki auf eben dieses Sofa drückte. In der Zwischenzeit machte sich Kakashi daran, den Uchiha wieder zuzudecken. Er besah sich noch einmal die Wunden, die langsam anfingen, sich zu schließen. Eigentlich war es ein Wunder, dass Sasuke von Narutos Schrei noch nicht wach geworden war, doch offensichtlich war er noch immer zu schwach. Vielleicht war das aber auch besser so, denn er musste sich den Zustand seines Freundes und seine offensichtliche Wirkung auf ihn nicht auch noch mit ansehen. Nein, die beiden sollten schön langsam lernen, was sie in dem anderen hatten. Das hatte Kakashi beschlossen. Notfalls würde er die beiden höchstpersönlich immer wieder stören. Denn dass Naruto so einfach von seinem Dämon übernommen werden konnte, oder dass er es versuchte, am helllichten Tag die Kontrolle zu übernehmen, kam nicht von ungefähr. Leise seufzte er und besah sich Naruto, der leicht strampelnd von Kiba trockengeruppelt wurde, wobei dieser sich zum fünften Mal für das Eiswasser entschuldigte. Ja, er kannte sich mit diesen Dämonen aus und er wusste, dass es nicht einfach war, ihnen etwas abzugewöhnen, an das sie sich einmal gewöhnt hatten. Und er kannte Itachi. Allein diese Kombination war tödlich. Itachi war und blieb eben einfach ein unersättlicher, perverser Vollidiot. Doch einen kleinen, unschuldigen Jungen in ein sexhungriges Monster zu verwandeln, war selbst für den jungen Hexenmeister etwas viel des Guten.
Kakashi schwor sich in diesem Moment, in dem die schwarzen Augen von Sasuke sich langsam öffneten und er sich verwirrt seine Umgebung besah, wobei sein Blick dann hektisch zu Naruto wanderte, der noch immer triefend nass dasaß, dass das Glück dieser beiden nicht so grausam von Itachi zerstört werden durfte wie das seine. Nein, er würde nicht noch einmal gegen den Hexenmeister verlieren und er würde nicht noch einmal zulassen, dass er Herzen brach. Einmal war genug. Jetzt würde Itachi bezahlen müssen für das, was er ihm angetan hatte. Für das, was man dem Jungen und seinem eigenen Bruder angetan hatte.